Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar kommt heute, wie versprochen, das Video, wo ich euch zeige, was ich alles so aus dem Depot mitgenommen habe. Und wie ihr selber schon sehen könnt, sind eine Menge Schätze dabei. Also ich bin wirklich sehr happy über meine Ausbeute. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das Ganze umsetzen werde. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, denn ich hatte definitiv ganz andere Pläne für dieses Jahr. Und zwar wollte ich meinen Baum, meinen alten hässlichen Baum, endlich mal komplett weiß machen. Deswegen habe ich mir auch so viele grüne Kugeln und etwas dunklere Kugeln gekauft. Aber das mit dem Weißmachen hat jetzt nicht geklappt, also werde ich trotzdem versuchen, etwas Schönes auf die Beine zu stellen. Ich werde viele weiße Kugeln mit dazu nehmen, um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen. Und ich hoffe, es wird einigermaßen schön. Dennoch, mein Vorhaben mit dem weißen Weihnachtsbaum bleibt. Dieses DIY wird auf jeden Fall nächstes Jahr umgesetzt. Also abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit euch dieses Video nicht entgeht. Und hier kann man ein bisschen mein Vorhaben erahnen. Ich hatte nämlich vor, meinen weißen Baum mit dunklen Schleifen zu schmücken. Dies kann ich jetzt leider nicht mehr umsetzen, da diese dunklen Schleifen komplett untergehen würden. Deshalb habe ich beschlossen, diese etwas dunkleren Kugeln mit einem helleren Bändchen zu schmücken. Und dafür habe ich mir dieses etwas rustikalere Häkelband ausgesucht, weil ich denke, das passt super gut zu meinem Stil. Ich fange mit den größten Schmuckstücken an und stopfe erstmal die größten Löcher damit. Und dann nehme ich natürlich noch diese schönen großen Blumen. Die sind auch perfekt zum Löcherstopfen. Und dann nehme ich diese mittelgroßen Kugeln. Die sehen doch wunderschön aus, oder? Und dann kommt dieser 6er-Pack an die Reihe. Jetzt kommen meine Favoriten aus Samt. Ich finde die zwar immer noch wunderschön, aber leider werden diese dunklen Kugeln auf einem dunklen Baum nicht so gut zur Geltung kommen wie dunkle Kugeln auf einem hellen Baum. Aber nächstes Jahr definitiv. Okay, ich glaube, ich finde doch diese hier am allerschönsten, denn die erinnern mich so sehr an Schottland. Und das war wirklich der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Dann kommen die zwei hier an die Reihe. Davon habe ich mir nur zwei mitgenommen, da sie relativ teuer sind. Aber ich fand sie einfach besonders. Richtig, richtig schön. Und das hier sind noch meine alten Kugeln, die habe ich hier noch gehabt und ich versuche jetzt damit, den Baum insgesamt etwas heller und freundlicher erscheinen zu lassen und ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen. Dann habe ich mir diese zwei süßen noch aus dem Depot mitgenommen, aber schwuppsdiwupps, ich habe mich einmal kurz umgedreht, schon waren nur noch zwei Stück da. Mein Gott. Und dann habe ich mir die zwei noch mitgenommen. Die waren, glaube ich, im Angebot. Ich wusste nicht genau, was ich damit machen werde. Aber jetzt weiß ich's. Ich stopfe noch zwei Lücken damit. Also ich habe ja gesagt, ich arbeite mich von groß nach klein. Und das sind, glaube ich, meine kleinsten Kugeln. Und damit stopfe ich jetzt auch noch so die letzten Lücken oder versuche es zumindest. Und mit diesem Dekoband versuche ich bei den etwas dunkleren Kugeln ein paar hellere und rustikalere Akzente zu setzen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich finde es total süß. Thank you.
Und ein bisschen rustiger kommt auch schon mal oben auf die Spitze, denn ein rustikaler Stern kommt gleich nach. Ich werde diesen Baumanhänger, ist es glaube ich, zweckentfremden und den zu meiner Baumspitze umbauen. Und das geht ganz einfach, wie man hier sehen kann. Einfach dieses Ding abschneiden. Und dann so einen Draht nehmen, möglichst transparent. Und dadurch, dass dieser Stern so schöne Löcher und Öffnungen hat, kann man den wunderbar da durchziehen. Und hinten einfach die Drähte zusammennehmen und festdrehen und voilà, fertig. Also ich gebe es ja ungern zu, aber ich hatte jahrelang diesen hässlichen ollen Stern benutzt und ich bin so froh, schaut euch mal den Unterschied an. Also ich finde ihn jetzt um Welten besser und er hat auch noch so ein bisschen den rustikalen Touch, was ich so sehr liebe. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig inspirieren. Falls ja, würde ich mich von Herzen über einen dicken Daumen nach oben freuen und noch mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil in Zukunft werden noch ganz, ganz viele Deko-Videos folgen, da ich demnächst umziehe und meine Wohnung komplett neu einrichten werde. Und zwar diesmal schön einrichten werde, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Deshalb hoffe ich, wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder. Bis dann! Thank you.